wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich bin einer der vielen Mitglieder der Jogiland-Taifun. Uns gibt es jetzt schon ein Dutzend Jahre und es macht uns noch weiterhin sehr viel Freude, euch unterhalten zu können. Am Anfang waren wir nur ein paar Krampusse, wo wir mit diesen sogenannten Gummilaufen durchs Jogelland zogen, um Angst und Schrecken verbreiteten. Doch mittlerweile sind wir ein großer Rudelbärten mit holzgeschnitzten Masken, deren Ziel es noch immer ist, eine selbst ausgedachte und oft wahrheitsgetreue Geschichte zu präsentieren. Jedes Jahr investieren wir viel Zeit und Aufwand, um euch mit einer neuen Show begeistern zu können. Es ist uns wichtig, eure Aufmerksamkeit immer wieder aufs Neue zu gewinnen und das Brauchtum weiterhin aufrecht zu erhalten. So, jetzt ist es aber genug mit dieser Laberei. Fangen wir lieber mit unserer heurigen Geschichte an. Immer öfters ist das Wichtigste für manche Menschen, dass sie von Jahr zu Jahr immer mehr Macht und Geld besitzen wollen. Dass sie im Leben über andere Menschen oder Dinge bestimmen wollen. Ja, sogar die Herrschaft an sich reißen zu probieren. Worauf es im Leben aber wirklich ankommt, begreifen die meisten erst viel zu spät. Denn der größte Missbrauch ist, wenn sich von der Macht das Gewissen trennt. Aber jetzt lassen wir der Geschichte ihren freien Lauf. Aus der Höllenschmiede. Wir werden hier schon seit Jahrzehnten festgehalten, um Sachen für den Teufel zu schmieden. Das darf aber keiner erfahren. Heute ist es schon spät. Besser gesagt, Männer, wir sind zu spät. Die Arbeit ruft wieder. Heute sollen wir ja den Ring fertigstellen. Was der alles kann, weiß leider noch keiner von uns. Aber wo sind denn all die anderen Schmiede? Die müssen schon längst hier sein. Männer! Wo seid ihr? Ignaz, schau mal nach! Wo sind sie?
endlich! Hier seid ihr doch! Aber ihr seid doch noch immer nicht alle! Wo ist der Rest von euch? Kommt! Gehen wir jetzt an die Arbeit, bevor der Teufel kommt, um nachzusehen, ob wir alles nach seinen Wünschen erledigen. Er will doch, dass wir heute seinen Ring fertigstellen, auf den er schon so lange wartet. Uns bei der Arbeit zusehen. Chef, was ist das für ein Ring? Das weiß nur ich. Und hoffentlich wird das auch so bleiben.
Keiner wird es jemals erfahren. Müssen wir noch hineinmischen, bevor wir dieses Prachtstück gießen werden. Zeitpunkt gekommen, auf den ich schon so lange gewartet habe. Wenn ihr doch nur wüsstet, was ihr hier gemacht habt. Geht jetzt mal alle einen Schritt zurück. Geschmiedet. Mein Gefühl sagt mir, es ist nichts Gutes. Chef, was ist das jetzt? Und schrecklichste auf Erden. Nein, das bist du sicher nicht. Denn das werde ich jetzt sein. Bringt mir diesen Verräter und meinen Ring zurück, denn der darf nicht in falsche Hände geraten.
ich jetzt denn nur? Meine ganze Macht, die ganze Arbeit, alles weg. Wenn er doch nur wüsste, was dieser Ring alles anrichten kann. Jetzt verliere ich auch noch die Herrschaft der Unteren. Chef, schau mal, was ich wieder gefunden habe. Du hast gar nichts. Jetzt bin ich das Böse auf Erde. Ihr werdet jetzt mir gehorchen und dienen. Ich bin es leid, immer den Sklaven zu spielen. Jedes Mal wird man nur ausgenutzt. Aber das mache ich nicht mehr länger mit. Jetzt bist du mal an der Reihe. Jetzt wirst du derjenige sein. Ha, 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 ha. Dieser Macht, die du erschaffen hast, werde ich alles, alles auf der Welt bestimmen können. Ich wusste es, dass der Ring kein normaler ist. Ignaz, knie dich nieder vor mir. Du stehst jetzt unter meiner Herrschaft. Hol mir den Teufel und bring ihn mir. Erkennst du mich nicht mehr wieder? Ich bin doch der Herr der Unterwelt. Was habe ich denn nur angestellt mit diesem Ring? Wo sind meine Männer? Wo seid ihr? Kommt und helft mir, bevor es zu spät ist. We are the
Männer, ihr steht jetzt unter meiner Herrschaft. Ihr gehorcht und macht, was ich euch jetzt sage. Dank diesem Ring hier werde ich der mächtigste und schrecklichste auf Erden sein. Kommt, verbeugt euch vor eurem neuen Herrscher. Was habe ich nur angerichtet? Dass das hier solche Folgen nimmt, konnte ich nicht ahnen. Männer, erkennt ihr mich nicht mehr wieder? Ich bin euer Herrscher und das schon jahrzehntelang. Nur die Macht des Rings verdreht eure Köpfe. Der Ring war eigentlich für andere Zwecke bestimmt und nicht für euch. Wir dürfen uns nicht gegenseitig aufhetzen. Wir sind ein Rudel und gehören zusammen. Auch wenn ich nicht immer gerecht zu euch war, es tut mir leid. Meine Art und Weise werde ich von jetzt an nach euch allen richten. Und jetzt kommt, helft mir den Ring wieder zu vernichten. Habt ihr es eigentlich mitbekommen, was die ganze Zeit über passiert ist? Ihr habt unseren Anführer gehört. Vernichten wir diesen Ring, denn der ist zu mächtig für uns. Kommt, kommt wieder zur Vernunft. Von mir. Ihr werdet den Ring nicht bekommen. Nein! Nein! Verschwindet! So, bringt mir den Ring. Ich kann ihn nur in diesem Feuer vernichten, in dem er geschmiedet wurde. Zerstört ist, komme ich wieder zur Vernunft. Ich erkenne mich nicht mehr wieder. Ich wollte das doch alles nicht. Doch von Macht besessen trieb es mich zu dieser Tat. Aber eines ist sicher, wir alle waren auf keinen Fall gerecht zu uns selbst. Das alles hat bei uns nichts zu suchen. Es war mein Fehler, den Ring herstellen zu lassen. Man bemerkt es erst viel zu spät, wozu man eigentlich in der Lage ist. Kommt, meine Männer, gehen wir alle gemeinsam unsere neuen Wege. Groß und klein.
Jeden Tag kann ein neues Problem auf euch zukommen. Man soll mit der Macht nicht spielen oder sie gar nehmen. Am längeren Hebel sitzt man dann, wenn man Macht entfalten kann. Doch die Macht hält nur so lange an, wie man den Hebel halten kann. Am schönsten ist es aber immer noch, alles gemeinsam zu schaffen. Und wie heißt es zu allerletzt? Nur in Geschichten wird alles wieder gut ausgehen. Wir, die Jodeln am Teufel, wünschen euch noch einen schönen Abend, ein erholsames Weihnachtsfest, und eines ist bestimmt, von uns folgt noch ein weiteres Jahr. Mm-hmm.